Jo, hi Onliners und willkommen am 30. April. Es ist Donnerstag und wir haben Tag 246 von Vlogging the Family, das Jahr mit der Eiswürks-Familie. Ich bin gerade raus, um mal zu gucken hier, ob meine Setzlinge die Nacht überlebt haben. Und die sind zwar noch ein bisschen schlapp, die Würsingkohle, aber sieht soweit ganz gut aus. Der Blumenkohl steht auch super. Jo. Dann werden wir jetzt ein bisschen hier gießen und anschließend werden wir vorne den Schlauch in den Wintergarten legen und dann einmal im Wintergarten gießen. So, die Tür hätte ich gleich aufgemacht, als ich runtergekommen bin. Können wir jetzt im Wintergarten gießen. Weil da sind doch einige Blumen bei, die ein wenig Durst schreien. Okay. Puh. So, Botanik kann auch ganz schön Zeit kosten. Ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde, also inklusive Wintergarten mit den Tomaten und einem drum und dran, Schlauch hin und her räumen, Dreiviertelstunde mit Gießen verbracht. Na gut, ist ja nicht jeden Morgen. Hätte ich doch um 5.30 Uhr aufstehen sollen, statt um 6. Na gut, packen wir's. Die Schnuffelmaus Victoria, die ist schon unten angekommen. Jetzt kommt noch ihre Schwester gleich hinterher und dann können wir eigentlich hochgehen und Frühstück vorbereiten. Ich will deswegen nur gerade noch zu Ende machen. Ja, die Nacht ist übrigens eher so semi-gut gelaufen, also sie sind ja super gut ins Bett gekommen. Und dann ja, ist Victoria mitten in der Nacht aufgewacht, war irgendwie so um 2 rum. Hat geheult. Erst hat die Anna versucht, sie zu beruhigen. Schnuller wieder rein, aber war es alles nicht. Hat sie eine Flasche zur Beruhigung gekriegt, die hat sie auch tatsächlich getrunken, obwohl sie eigentlich ihre kompletten Mahlzeiten gestern gegessen hat. Ja, und dann durfte sie wieder neben die Anna schlafen. Das war auch okay, da ist sie ruhig gewesen. Und dann ging es die Nacht durch soweit gut. Ja, dann 4.10 Uhr. Ja, 4.10 Uhr war es, ich habe auf die Uhr geguckt. Hatte sich Charlotte entschlossen, sich zu melden und wollte ihre Flasche, aber das ist ja eher eine normale Zeit, 4, 5, so um den Dreh rum, sind sie ja morgens meistens am Start, wenn sie lange schlafen, auch um 6, ne, dann nehmen wir das als durchgeschlafene Nacht. Kaum, dass sie fertig war, meldete sich natürlich Victoria auch nochmal, die kriegt ja dann auch noch eine kleine Flasche, glaube ich. Ja, wie gesagt, die Nacht war nicht schlecht, aber ist halt nicht gut gelaufen im Sinne von Durchschlafen. Dann wollen wir mal Brötchen aus der Tiefkühle mitnehmen und nach oben gehen. Außerdem werde ich mir mal Sweet Dumplings greifen, dass wir die mal wiegen können. Weil ich glaube, insgesamt reicht es doch, um Marmelade zu machen. Ui, das habe ich nicht bedacht, dass morgen der 1. Mai ist und wir keine Brötchen kaufen können. Und auch am Samstag wird es keine Eiweißbrötchen geben. Ah! 3 Tage ohne. Müssen wir uns Alternative einfallen lassen. Hallo, kleine Charlotte. Wolltest du Papa sagen, als du auf mich zugestürmt bist? Oder hast du einfach nur wieder bab, 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 bab gesagt? Hm? Du bist auf dem Weg in die Küche zur Mama, ne? Ja, kleine Victoria, Rosenprinzessin. Du sitzt hier immer wie Königin Mutter persönlich, ne? Ja, Papa. Wenn noch meine Schwester hier schon überall rumkrabbelt, warum soll ich das machen, ne? Ich warte lieber drauf, bis ich laufen kann. Deswegen versuche ich dauernd zu stehen. Ne? Deswegen versuche ich immer zu stehen und auch zu laufen. Klappt aber nicht so gut, ne? Da fällt man manchmal hin bei. Ja. Du hast ja ein niedliches Shirt an. Busy Baby Bee? Hm? Ja. Cool, ich habe gerade gehört, eure Mama geht mit euch einkaufen. Die geht heute mit euch einkaufen. Hallo. Die geht mit euch einkaufen. Schmusi im Werden. Mit Birne, Banane. Ist das keine Birne? Nee, ist Apfel. Nee, ja stimmt, da liegt er ja. Na, von der Schalenzeichnung hätte es auch Birne sein können. Das Kind wird abgelenkt. Oder lenkt sich selbst ab.
Also der Salatsmoothie schmeckt auch unseren beiden kleinen Schnuffelmäusen, ne? Ihr habt es echt nie einfach, ne? Ihr müsst immer alles ausprobieren mit euren Eltern. Ja, eure Mama macht irgendwas und dann müsst ihr das erstmal essen. Ja, du willst noch mehr haben, ne? Ja? Nimm. Gar nicht. Hallo? Da hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil er ja doch ein bisschen so herb ist. So. Na, senfig durch den Rucola, ne? Ja. Liegst du schon wieder in der Küche rum? Mhm. Oh, die Socken hast du auch ausgezogen, beide? Ach Papa, die Socken sind noch voll überbewertet. Du hast nur noch beide an, ne? Aber du hast Mama Schuhe geklaut, ne? Du hast Mama Schuhe! Hast du denn jetzt Hunger? Hunger? Da, essen! Was hat sie denn Tolles? Sieht ja sehr lecker aus. Oh, es riecht auch sehr lecker. Und? Na, was riecht das? Mal gucken, ob ihr das esst. Möhre und was Leckeres. Also nicht, dass Möhre alleine nicht schon lecker wäre. Keine Ahnung, Schnuffel, sag mal. Boah, das riecht mal noch Meilen gegen Wind, ey. Ich kann es gerade nicht sagen. Kohlrabi? Nee. Bei dir gibt's Spargel. Das war der Geruch. Spargel gibt's. Spargel auch natürlich. Möhre, Spargel. Nicht auf den Löffel stürzen immer. Jetzt hast du es schon an der Nase. Erster Löffel und schon an der Nase. Auf der Nase. Okay. Heißt wohl, es schmeckt, ne? Ja, das habe ich ja sauber hingekriegt. War zwar nicht ganz meine eigene selber Schuld, aber ich habe es zu spät gesehen. Nee, der Entwicklungsserver von einer befreundeten Agentur, die sagten von irgendwas läuft da komisch. Und da guckte ich ja, da hat die Hauptpartition quasi keinen Platz mehr. Das heißt also, er kann nicht mal irgendwelche Konfigurationsdateien oder sonst irgendwas aktualisieren. Der Grund ist, automatisch werden da Sicherheitsaktualisierungen installiert. Und naja, es ist halt eine Linux-Maschine und der installiert auch automatisch immer einen neuen Kernel, wenn einer kommt. Inklusive aller Module und Header-Files. Das ist halt kein kleiner Brocken. Und da liegen zum Beispiel 17 Kernel auf der Platte. Und die verbrauchen halt doch nicht wenig Platz. Dummerweise läuft der aber nicht auf dem aktuellen, sondern der lief quasi auf dem zweitältesten, der da installiert ist. Und um halt den neuesten zu aktivieren, braucht es einen Systemneustart. Und das Blöde bei Root-Servern, wo man nicht mal eben hingehen kann, ist halt immer der Neustart. Weil wenn da was schief geht, dann ist halt blöd. Ja, jetzt müssen wir irgendwie an die Remote-Konsole. Ich weiß nicht, wie da die Administration verläuft. Und tja, mein Kontakt hat sich auf meine Mail hin nicht gemeldet, deswegen wird das wohl erst am Montag was. Oder ich guck mal, ob sich da vielleicht noch irgendwas tut. Weil notwendig war da auch ein Festplattencheck. Vielleicht checken die auch noch. Wir werden sehen. Ansonsten finden wir es Montag wieder. Und jetzt gehe ich noch ein bisschen Kohl pflanzen. Na, ihr kleinen Schnuffelmäuse? Na? Ey, kneifst du schon wieder deine Mutter? Diese Kneifen kratzen sich auf irgendwelche Knochen. Na, du kleiner Flüchtling? Ja, der Würsing sieht ein bisschen schlapp aus. Ist aber nicht so schlimm. Innen drinne die Herzblätter, die sehen alle gut aus. Ist halt nur vom Umpflanzen und weil es heute wieder ein bisschen warm war, der braucht halt wieder Wasser. So, dann mache ich erstmal das nächste Beet klar. Das hier hatte ich ja schon mal locker gemacht, aber das Unkraut ist schon wieder da. Da fängt das doch draußen an zu donnern. Nee, das ist der Rasensprenger beim Nachbarn. Aber aus der Richtung irgendwo da. In der Richtung. Dem Weißkohl wird's gut tun. Zu spät eingeschaltet. Die Wolke möchte unbedingt gewittern. Jetzt kann man's hören. Na gut. Nichtsdestotrotz, jetzt habe ich den Kohl raus, jetzt muss er wieder rein.
Und zack, steht der Weißkohl. Naja, ein paar liegen halt noch. Jetzt gucke ich mal, was ich noch pflanzen kann. Von unseren überschaubaren Rotkohlsetzlingen habe ich auch erstmal 8 gepflanzt. Und jetzt fängt es mir langsam zu regelmäßig an zu regnen. Das heißt, ich gieße das nochmal schnell und dann gehe ich rein. Aber prinzipiell gutes Pflanzwetter. Ja, dass auf die Stecklinge die Sonne nicht so drauf knallt. Ui, das sieht ja aus wie Schnuffels in mein Armbrot. Das sieht aus wie Spargel in Alufolie. Das hier sieht aus wie Käsegemüse. Schön. Das gefällt mir, Schnuffel. Das ist schön. Ja. Küss an. Ja, du hast mit das Essen gemacht? Hast aufgepasst, dass die Mama alles richtig macht. Ne? Hast du ein Rezept vorgelesen? Ihr Schnuffelmäuse, steht ihr schon am Tisch? Ja, macht den ganzen Tag nichts anderes. Ja, das ist ja super. Macht den ganzen Tag nichts anderes, als hinterher zu sitzen und den Schaden zu begrenzen. Ach, Mäuschen. Ja, Wobei du ja noch sehr ruhig bist, ne? Ja, der Haut drauf ist ja, Charlotte. Charlotte ist die alles. Boah, du kannst schon ganz alleine stehen. Kleine Victoria. Kleine Victoria kann schon ganz alleine stehen. Und da arbeitet sich die nächste Schnuffelmaus nach oben. Ach Papa, ich komme nicht ganz dran. Weil einfach einen Schritt nach vorne machen, das fällt mir manchmal nicht ein. Hast du gehört? Es gibt Avocado mit Apfel gleich. Mmh. Ne, Avocado, Apfel, alles lecker. Ganz lecker. Und du magst es auch. Oder hast du heute Abend wieder keinen so großen Hunger? Ah, doch, musst Hunger haben, du beißt ins Sofa. So, die Schnuffelmäuse sind im Bett. Ging sogar relativ locker momentan. Okay. Noch haben wir das Babyfon noch nicht gehört. Wer weiß, wie oft wir nochmal die Treppe hoch müssen. Aber vielleicht läuft's ja. Insofern gibt es bei uns gleich das leckere Essen. Deswegen sage ich hey, tschüss. Wir sehen uns morgen zum Tag der Arbeit. Und dann tschüss, Schnuffel.